Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer Folge von Minecraft Dragons. Folge 21 ist es inzwischen. Ich bin noch am Vorproduzieren. Also, ich nehme jetzt noch Team vorproduziert auf. Danach geht's wieder weiter. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt, nachdem ich wieder da bin. Denn dann gibt's neue Folgen, neue Action und alles Mögliche. Wir haben jemanden, der sich in die Zuschauerhalle verewigen möchte. Und zwar den lieben Kuro, bzw. Kairo Echte auf YouTube. Er hat mir zusammen in den Chat geschrieben, leider kann ich ihn als Bild nicht hinzufügen, weil es ein Bedrock-Account ist. Tut mir sehr leid, muss man mal sagen. Aber, ja, Minecraft halt. Ein frischer Zuschauer, freut mich immer schön, immer sehr, wenn ich halt Kommentare lese. Generell lese ich gerne Kommentare, also ich bekomme halt kaum welche. Heute habe ich vor, ein bisschen fortgeschritten an der Magie zu werden. Denn wir müssen relativ schnell Tier 2 werden, damit wir auch Projektilzauber stellen können. Und wir haben eine Quest letzte Folge noch erledigt, und zwar stell dir einen Zauber her. Let's go. Und wir haben 11 Points. Das heißt, wir holen uns einen weiteren Chunk. So, wir haben Spawn angekommen. Gehen wir mal zum Chunkmasse. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr wusstet, dass hier eine Line ist. Also eine Dialog dazwischen. Er sagt halt, was er anbietet. Ich weiß nicht, ob das irgendwer wusste. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt hatte. Dieses Chunk-Item wird auch nochmal überarbeitet. Also, das muss man dann später rechtsklicken. Ab dem Nachzügler-Patch. Übrigens, wir haben jetzt inzwischen zwei Nachzügler feststehen. Ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge schon mal so war. Ja, doch, war's. Ich nehme das gerade noch ein bisschen später auf als die andere Folge. Am gleichen Tag aber. Aber wir haben einen weiteren im Gespräch aktuell. Und ja, wir haben einen weiteren Chunk. Und gehen mal zurück zu unserer Basis, denn ich würde sagen, wir claimen weiter die Brücke, oder? Ja. So. Jetzt haben wir weiter die Brücke geclaimt. Jetzt können wir noch das noch claimen und dann haben wir das hier und können. Ich kann mal ein Preview machen. Wenn wir das hier claimen und dann sollte, glaube ich, alles. Ja, perfekt. Dann sage ich mal, machen wir das demnächst. Demnächst können wir uns auch keine Preview mehr angucken, leider. Weil ich ein System einbaue, damit wir wirklich nur die Chunks haben, die wir auch haben. Wir haben hier unser Oculus und wir haben tatsächlich schon eine Menge. Also, was heißt eine Menge? Aber ein wenig gemacht. Und eine Aufgabe hier ist Reach Magic Level 15. Sprich, wir holen uns unseren Zauber raus. Und wir sind jetzt Level 4, wie ihr unten seht. Pushen mal ein bisschen. Und ich finde das immer noch so OP. Also wirklich, wir müssen definitiv, wenn ich wieder da bin, und Folge 23 wird das sein wahrscheinlich, weil Folge 22 ich etwas früher aufnehme. Ich denke mal, Folge 23 wird zusammengeschnitten aus verschiedenen Tagen. Jedenfalls werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich mit Fifi einen, entweder ein Battle angehe oder so. Oder was weiß ich. Denn ich werde so OP mit dem Ding hier abgehen. Level up, let's go. Also, das ist schon kriminell, wie krass das ist. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, es ist ein krasser Zauber. Ich habe den noch nie gemacht vorher. Also noch nie. Und ich wusste nicht mal, dass der... Also so, ich hätte ja erwartet, wenn es Projectile wäre oder so, oder Touch... Weil halt das Entity zum Beispiel oder der Spieler oder wenn jetzt Projectile von dem aus weggeht, aber nicht, dass man sich selber boosten kann. Das ist krass. Ich würde auch sagen, in Folge 23, ja, Folge 23 ist die Folge, ein Tag bevor die Neulinge reinkommen. Soweit ich weiß, oder? Wait, jetzt muss ich mal meinen Terminkalender gucken. Nein, diese Folge ist das. Oha. Also, heute, also, wenn man von heute ausgeht, vom 21. müsste es heute sein. Am 21. kommt die 21. Folge. Das ist ja immer wieder geil. Am 22. kommen die Nachzügler. Also morgen. Ab 17 Uhr haben die Zugriff auf den Server. Dann kann ich euch auch sagen, wer bei meinem aktuellen Stand die Nachzügler sind, die schon zugesagt haben. Und zwar ist es einmal Jansky und einmal Mino. Auch tolle Streamer, muss man sagen. Mino macht auch YouTube-Videos. Hat auch nicht bestätigt, dass er das Projekt als YouTube-Video macht. Jansky halt nur im Screen. Und ich bin mal sehr gespannt, was sie machen werden. Aktuell sind noch zwei weitere, also ich habe immer aktuell noch zwei weitere laufen, dass ich halt versuche, vier reinzuholen. Einer ist recht motiviert, aber weiß noch nicht, er hat es wegen Zeit. Der andere hat er abgesagt wegen Zeit. Und jemand, da war schon die Antwort. Jedenfalls, oder wieso, warum sind hier die Dinger so verbuggt? Also wirklich, was Hotbar angeht, lol. Seht ihr das? Wenn ich das Item nehme, dann, okay. Also, man sieht, das Modpack ist nicht perfekt. Ist ja auch von mir erstellt. Ja, muss man sagen, ist schon geil. Selfies,
Welcome Road. Ja, was heißt Road? Ah, es ist zur Routine geworden. Ja gut. Was mache ich auch anderes? Das ist crazy, muss ich sagen. Dann können wir schnell mal irgendwo hingehen. Und wenn wir das krass gelevelt haben, eventuell sogar den Delay weggekriegt haben, das spammen können. Boah, stellt euch mal vor, wir machen einfach den hier und spammen uns in die Luft. Das wäre krass. Aber generell für Movement ultra wichtig. Es wird auch zum morgigen Tag hin, beziehungsweise an dem heutigen Tag, wo das Video rauskommt, bereite ich gerade ein Patch vor, wo tatsächlich, bei welchem Patch eine Art, hoffentlich eine Art Combat Update kommt. Das heißt ein, ja, Combat Logging Update, also man kann sich natürlich ausloggen, aber obwohl, das würde ich glaube ich auch deaktivieren. Muss man mal gucken, ob man es deaktivieren kann. Also ich werde niemanden bestrafen, wenn er Combat loggt. Aber dass er auf jeden Fall nicht abhauen kann von Kämpfen, zum Beispiel werden Hangglider deaktiviert, dann werden sonstige Items deaktiviert, Enderperlen, solange man sich im Kampf befindet. Finde ich, ist ein wichtiger Faktor in solch welchen Projekten, dass man halt einen fairen Kampf hat. Ohne Wegrennen oder sowas. So, wir sind jetzt auch gleich Level 15. Gehen wir noch nebenbei im Schlafen. Immer noch meine Nightwishen, wieso auch immer. Dann geht die noch. Ich habe keine Nightwish. Ist gerade ein Gewitter oder was? Oh, na gut, war's ja. Let's go. Wir sind Level 15 und damit haben wir auch diese Quest erfüllt. Yep. Reach Magic Level 15. Wir brauchen 16 von 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Brauchen noch 8. Hälfte erledigt. Use a Belt of Building. A Belt of Building to assign a construct, delegation station or lodestar. Obtain a Belt of Building. Was ist eine Belt of Building? Okay, das kriegen wir hin. Machen wir mal noch für den Carsten. Was braucht eine Belt of Building? 5 Quicksilber, ein Iron Nugget, ein String und einen Carpet. Genau, ein String, also das ist scripted. Oh Gott, kann ich bookmarken? Bell of Bidding ist eine Quest. So, die können wir jetzt theoretisch noch die andere Quest machen. Aber dabei brauchen wir nochmal viel mehr Sachen, also machen wir es nicht. Theorie-Sache. So, haben wir. Obtain a Delegation Station. Delegation Station. Ich brauche mal hier ein bisschen was mit hinzu. Practitioner's Pound. Sieht auch einfach aus. Sollte man hinbekommen. Das Perform a Ritual of Locating. Was ist denn das Ritual of Locating? Ritual of Locating. This ritual will enchant a compass to find a structure, village or biome. Trade with the Wandering Wizard, summoned by the aptly named Ritual of the Wandering Wizard, to get most of the location patterns as well as maps and compasses. Okay, das ist einfach eigentlich. Ich häng's mir mal an, ich würde das gerne mal machen. So, gucken wir mal, was das eine hier ist. Dieses Ding hier unten. Hier, Traumatic Link. Kann das nicht herstellen. Kann den Traumatic Link nicht herstellen. Traum Link. Woher kriege ich einen Traumatic Link? Ah, ein Traumaturic Link heißt er. Okay, Traumatic Dinger, die kriegt man, glaube ich, aus den Delegation Stations. Ja, weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach Risiko. Und ich muss wieder Holz und Quicksilber holen, natürlich. Das heißt, ich crafte einfach eine Base. Quicksilber, ein bisschen was. Und ein wenig Holz. So. Machen wir uns ein Basic Table. Und eine Delegation Station. Und was ist ein Lodestar? Lodestar. Will ich auch haben. Habe ich Chim. Chim müsste ich haben. Ja, brauche ich hier noch. Kannst du das easy? Das ist auch easy. Muss ich alles haben. Ich mache mir mal das UI-Ding hier aus. Gepinter. Hier. Ein bisschen nervig. So, dann haben wir hier noch eine Gilf. Wollte nicht dem Ding haben. Eine Gilf. Dann Cyan. Im Kaktus. Ein Kakteen. Dann kann ich auch Cyan machen. Würde ich mal alles anbauen, was ich habe. Sehr vorteilhaft. So, Cyan, da. Bisschen Türkis. So. Dann habe ich hier ein Gathering Prism. Und ich brauche noch ein paar von den Stones. Perfekt, habe ich sogar noch. Und baue mir einen Lodestar. Keine Ahnung, was die beiden Sachen tun, aber wir platzieren die eben mal. Mal hier hin. Das heißt, ich packe hier noch eine Torch hin und packe hier noch eine Bell. Okay. Bei Holding. So, jetzt haben wir hier irgendwelche. Hast du solche Befehle? Das sind solche Befehle. Oh mein Gott, was ist das hier? Oh mein Gott. Also, so, dann da das machen. Also, okay, ich glaube, ich verstehe,
Das ist so eine Art Kontrollding. Ah, das ist auch nochmal sowas. Bisschen cooler. Okay. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Da muss ich mal ein bisschen nachschauen. Ja. Oh, ein Construct auch noch. Construct. Was ist das hier? Construct Gantry. Mal gucken. Verschiedene Bohren wollte ich noch machen. Correct. Machen wir das eben. So, Leute. Dann machen wir das Ding mal. Ich schreibe gerade mit meinem Thumbnail-Designer, der jetzt auch vor der letzten Folge das Thumbnail gemacht hat, was ich noch nicht, was ich gerade erst ungefähr mitbekommen habe, wie das aussieht. Aber ich muss schon sagen, ihr habt das Thumbnail ja schon gesehen. Ich muss sagen, vom aktuellen Stand sieht mega aus. Guter Typ. Ich weiß nicht, eventuell spreche ich mit ihm ab, dass ich ihn in der Kommentare in der Videobeschreibung verlinke. Dann könnt ihr auch mal bei ihm vorbeischauen und ihn ein bisschen unterstützen bei der Sache. Komm, machen wir ein bisschen Strings kaputt. Oder ne, ich hab genau zwei. Warum habe ich eigentlich genau so viel? So. Dann. Was brauche ich noch? Ich brauche Wolle. Noch zwei Wolle. So. Dann gehen wir einmal rüber. Mit meiner Babyswand. Ja, perfekt. Sprich, ich pack hier Mystic Photos hin. Einen String und eine Wolle. Brauche noch ein Rezept. Okay, das ist das normale Viereck. So, stellen wir mal her. Sieht schick aus. Jetzt nehmen wir noch ein paar Referenzbilder machen. Damit mein Thumbnail-Designer ein bisschen das Design kann. Ich weiß nicht mal, wie weit wir sind. Ah, okay, die Aufnahme kann auch eh so weit, ein bisschen weiter gehen. Müssen wir ein bisschen gucken. So, jedenfalls. Stimmt, wir brauchen noch einmal. Deswegen können wir es instant nochmal craften. Und das sollten wir auch alles haben. Ah, der String. Ich habe auf der Stelle. Ich habe auf der Stelle Strings. Warum ein Farmer sein, hä? Dormet? Okay. Kann ich mir auch mal platzieren. Das ist auch mal geil. Und, ja, haben wir erstmal eine Dormet. So. Haben wir einen Personal Pound? Ich weiß nicht, wofür der notwendig ist. Okay, das sieht weird aus. Ja, muss man halt fehlen jetzt die ganzen Keybinds, die ich nicht habe. Das sind jetzt 1, 2, 3. Aber ich habe 2 weitere gemacht. Deswegen, ich habe 2 weitere gemacht. 1, 2, 3. Ich habe 3 weitere gemacht. Sprich, wir sind bei 11, soweit ich weiß. Und 5 weitere müssen noch gemacht werden. Use an Ender Pfeffer Charm. Ender Pfeffer ist cool. Ender Pfeffer ist cool. Und die ist leicht. Leute, lass uns eine Enderpfeffer machen. Ich weiß wirklich gar nicht, wie man die benutzt, aber ja. Und jetzt können wir uns eine Dormit machen. So. Toms Reich. So. Dann würde ich mal sagen, hey, die ganzen Seeds weg, die ekelhaften. Das hier weg. So wie die Farbstoff. Das ist ein Dinger. Oh, da will ich nicht draufklicken. Ja, ungünstig. So. Enderpfeffer. Wie teuer ist denn die? Kann man das hier an der Seite wegmachen? Wir brauchen eine Enderperle, ein Stick, eine Feder, das ich letzte Folge zufällig 2 bekommen habe. Dann nehmen wir uns einen Cobweb und zerstören es. Nur mein Teppich. Mein Leaf Carpet. So, dann brauche ich noch Black Dye. Wir haben irgendwo hier Insects, Moment, uns Black Dye aus und noch Purified Ventium Dust. So. Dann, das Rezept war Dreieck, Viereck, Dreieck. Okay. So. Nach ein paar vielen Screenshots. Dreieck, Viereck und Dreieck. So, haben wir den Enderpfeffer-Charm. Noch ausrüsten. Oh. Leider, ich kann das erklären. Nee, ich kann es eigentlich nicht erklären. Ich weiß nicht mal. Ich wusste nicht mal, wie man das benutzt. Ich glaube, wir machen es nochmal ein. Und travel dann einfach eine Weile, um... Okay, also das TP einen immer wieder zurück zum Bett, wenn ich richtig verstanden habe. Das ist interessant. Und ich habe keine Enderpelle, ne? Das ist mies. Ist hier irgendwo in der Nähe ein Enderman vielleicht gerade draußen unterwegs? Also das wäre wunderbar. Ja, ist es. Natürlich. Oh. Oh mein Gott, er ist ehrenhaft. Er könnte. Ist ein Gönner. Auch noch Federn. Ist hier in der Nähe noch irgendwo einen Chicken? Übrigens, die Minimap, ich nutze sie gerade noch richtig gut aus, wird demnächst auch entfernt. Also, beziehungsweise morgen. Dann, Update hin. Weil ich ein bisschen unfair finde, dass man sieht, wo die Leute sind. Man kann auf der Map gucken, da ist gut. Aber nicht auf der Minimap, dass man ungefähr sieht, dass er in der Nähe ist oder so. Finde ich ein bisschen blöd. So, man soll die Spieler nicht stalken können, sondern lieber, also was heißt stalken, halt nicht wissen, wo die Spieler jetzt direkt sind. Vor allem, wenn sie in der Nähe sind. Das ist halt ein bisschen so, jo, man erwartet, dass was kommt. Deswegen nicht traurig sein, wenn die nicht weg ist, aber, wenn die weg ist, aber der Vorteil daran ist, wenn die weg ist, ich muss die nicht immer wieder blurren, wenn ich irgendwelche Secrets mache. Das ist vorteilhaft.
Ich hoffe auch, dass Fifi seine Rüstung vor irgendeiner der Nachzügler findet. Weil, stell dir mal vor, die sind gerade so am Erkunden. Auf einmal finden die Fifis Rüstung. Boah, das wäre mies. Also, muss sich Fifi dann drum kümmern, ne? Aber es wäre halt sehr, sehr mies, wenn die auf einmal weg wäre. Also, sich irgendwer geschnappt hätte. Ich finde auch, die Thematik Nachzügler ist was Wichtiges, weil es dem Projekt sehr hilft. Und generell meine Arbeit unterstützt. Weil, wenn die Nachzügler drauf spielen, beziehungsweise mitmachen, promoten die mich damit indirekt. Also, sie unterstützen mein Projekt und meine Arbeit. Und daraus kriegt man ein kleines Haustier. Und dadurch bekommt Dragons mehr Aufmerksamkeit. Dadurch bekommt ich mehr Aufmerksamkeit. Und dadurch kann ich auch, weil habe ich auch die Motivation, mehr solcher Projekte zu ballern. So wie den Nachfolger von Dragon. Das jetzt Zwischenprojekt zwischen Dragons und dem Nachfolger. Das wird ein sehr spannendes Projekt. Oh, Mann, wie viel. Ja, sorry, Fifi, wo ist dein anderes Chicken? Hä? Wo ist dein Chicken? Bin zwei. Ah, hier. Tut mir leid, Fifi, aber ich brauch's mal. Muss mir ausleihen. Ich komme hier ein nicht neues raus. Hat der Eier? Hat der Eierkopf Eier? Kann auch mit seiner Ordnung nicht anfangen, muss man sagen. Eier. Okay, hat wir zwei. Passt. Gehen wir jetzt mal nach Hause. Schauen uns, wir machen uns einen weiteren Enderfeather-Charm und verwenden ihn sinnvoll, indem wir eine weite Distanz traveln. Ungefähr bis hier so, in dem Bereich. Das habe ich schon mal generiert sogar. Ich habe mir ein bisschen generiert. Es soll auf jeden Fall weitergehen, als ich je generiert habe. Das geht auch recht einfach, hoffentlich. Mit meinen ganz hohen, eine ganz hohe Plattform auf Höhe 300. Müsste es eigentlich recht weit gehen, auf jeden Fall. Ich kann euch das natürlich raus, diesen Weg. Eventuell ein paar Talks, die ich zwischendurch bekomme. Kann ich euch rein, mal gucken. Je nachdem. Aber wir machen jetzt erstmal wieder was Neues. Wir kochen. Kann ich mal herstellen? Ein Stick fehlt mir noch. So. So. Dann Stick. String, Feather, Enderpearl, Black Dye. Was fehlt? Was ein bisschen Fotos? Hab ich alles? Ne, Vintium. Vintium. Uiuiui. Ganz wichtig. Purified Vintium. Eigentlich das Wichtigste sogar. Oh, keine Ash. So, dann mache ich mir Purified Vintium. Ich weiß ungefähr, wie es geht. Okay, so. Ja, perfekt. Nehme ich mir zwei Roots, zwei Vintium, zwei Vintium, zwei Roots. Und wir stellen uns Purified Vintium her. Sogar gleich zweimal, damit ich ein bisschen das auf Vorrat habe. Der Purified Vintium ist das mit eines der mit wichtigsten Bestandteile von Magie. Nein. So ein Dreieck, ein Viereck und ein Dreieck. So. Dann haben wir den Enderfeather-Charm. Dann haben wir den Enderfeather-Charm und klicken jetzt nicht an. So, und dann gehen wir jetzt mal zu unserem wunderbaren Teleporter, also Elevator. Ja, richtig, Teleporter. Jetzt genießen wir einfach mal die Reise. Ich hoffe mal, wir kommen recht weit. Denn das wäre sehr vorteilhaft. Wir müssen ja so nur so ein paar tausend Blöcke traveln. Um die 10.000. Ja, 10.000 eigentlich, ja. Also ich gehe auf 11.000, um sicher zu gehen. So, Pixel 11.000. Das sieht sehr gut aus. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Leute, wir haben die 10.000 Blöcke geknackt. Wir klären jetzt noch einen Tag weiter auf 11.000. Oder auf 10.500. Ich würde auf 11.000 gehen, auf Sicherheit. Und dann können wir die Enderfeather, das ist ein Enderfeather-Charm, benutzen. Und TP'n uns da einfach direkt nach Hause. Ihr seht, oben an der Map, ich TP teilweise nicht wieder zurück, weil der Server kommt mit der Weltgeneration nicht hinterher. Also wenig hinterher. Ihr könnt auch mal hier sehen, der Server, also, ja, der Server generiert immer nur einzelne Chunks dazwischen. Hier bis hier war schon vorgeneriert, muss man auch sagen dazu. Und ab hier wird es entvorgeneriert. Also ist halt nicht mehr vorgeneriert. Und ich würde sagen, wir gehen hier runter. Oh mein. Also, ja, Leute, ihr seht, das ist, Weins. So, dann sind wir jetzt hier. Ich habe natürlich nichts mit Essen bei, das ist natürlich typisch. Aber wir, ich gehe jetzt mal auf wirklich 11.000 Punkt. Dann können wir sagen, wir waren auf Koordinate 11.000 X. Das ist crazy. So, und
11.000, das ist krass. Und wir tippen uns rüber und sind zu Hause. Haben A Long Way From Home erledigt. Und Leute, damit würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz in die Rücklist rein. Und, wunderbar, uns fehlen noch zwei von diesen Quests. Das machen wir aber in der nächsten Folge, wenn ich wieder da bin und die neuen Nachzügler dabei sind. Und würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!